Ihr Lieben, es ist soweit. Am 8. März laufen alle drei Teile der Sailor Moon Filmreihe auf Pro7 Max. Und das Ganze startet ab 20.15 Uhr mit Gefährliche Blumen. Es ist ein wunderschöner Film, den ich auch bestimmt 1000 Mal gesehen habe. Alle, die früher die Teile geguckt haben, wissen, dass die damals auf RTL 2 liefen und zwar immer zu Weihnachten. Und was lief natürlich nach den drei Filmen immer? Genau, The Last Unicorn. Jetzt haben wir das Glück, nach so, so vielen Jahren wird endlich diese Reihe im Free TV laufen. Ich bin mega gespannt, wie viel Einschaltquoten und es geben wird. Ich bin auch mega gespannt, was haltet ihr von dieser Idee? Sollte es sowas öfters im Free TV geben? Und welcher ist euer Favorite-Film? Meinen seht ihr auf jeden Fall im Hintergrund Schneeprinzessin Kaguya, wo die Mondprinzessin, also Luna, zur Mondprinzessin wird. Ja, ich bin mal gespannt auf eure Kommentare und wie ihr das findet, dass endlich nach so vielen Jahren diese drei Filme endlich im Free TV gespielt werden. Das war's von mir und ich hoffe, ihr lasst ein kleines Abo da. Eure Jessie, die Pokémon- und Anime-Nerd-Königin von TikTok.